Psalm. For future. Please hold the line. Laudes Palmarum. For Future ist das Thema unseres heurigen Psalmfestivals. Es wird vielleicht auch das Thema unseres nächsten Psalmfestivals werden, weil wir verschieben gerade. For Future ist zeitlos. Das ist eine Hommage an Greta Thunberg und ihre große Bewegung, die die Welt retten will und die sie retten muss. Und wir haben in diesem Festival eine Reihe von Positionen, wo die Welt gerettet wurde und wo wunderschöne musikalische Ausgüsse aus dieser Weltrettung auch hervorgegangen sind, für Sie vorbereitet. Und wir zeigen Ihnen die jetzt Stück für Stück an den Abenden, an denen wir es machen würden. Und wir hoffen, dass Sie das so interessiert, dass Sie sich bis zu den echten Wiederkehren dieses Festivals darauf freuen können. Laudes Palmarum, das ist der Titel unseres ersten Abends. Das ist ein Abend zum Palmsonntag, das heißt Loblieder auf den Palmsonntag. Und dieses Laudes, diese Laudes, das sind Gesänge aus dem 14. Jahrhundert in der Folge der Bewegung vom Heiligen Franziskus, erfunden, um den Menschen in Italien seiner Zeit bzw. seiner Folgejahrhunderte eine Utopie nahezubringen, nämlich wie wollen wir leben, hat uns Jesus Christus erzählt. Jesus Christus hat uns erzählt, hat den Leuten erzählt, dass er auf ihrer Seite ist. Und er hat ihnen erzählt, dass er nicht auf der Seite der Mächtigen ist. Und er hat das immer in subversiven Aktionen gezeigt. Schon seine Geburt ist ein subversiver Akt. Daher dieses Tier, das ist kein Haushund, das ist ein kleines Schaf. Man weiß ja, als Jesus in Nazareth geboren wurde, war das nicht in einer Burg des Königs, sondern war das in einem Stall. Und die ersten, die ihn zu sehen bekamen, waren nicht die Minister des Herrschers von Palästina, sondern das waren die Hirten mit ihren Schafen. Und daher brauchen wir für dieses Psalmfestival Tiere, die mitspielen, weil das ist dieses Laudes Palmarum ist ein mittelalterliches Theater, das den Leuten in ganz einfachen, aber unglaublich berührenden Bildern diese Geschichte nahebringen will. Und es führt dann zu einem zweiten Tier, das an dem Palmsonntag eine Hauptrolle spielt, das ist der Esel. Der Esel ist ein Tier, auf dem Jesus in Jerusalem einreitet am Palmsonntag, und das ist wieder eine Parodie, das ist wieder ein subversiver Akt, der parodiert das Gehabe der Mächtigen, die auf ihrem Pferd in einem Triumphzug einmarschieren. Die Mächtigen lassen sich das nicht gern zeigen und sie reagieren dann ein paar Tage später, setzen sie ihm eine Krone auf und sagen, na, wenn er schon König sein soll, dann soll er mal schauen, wie das schmeckt. Und die Krone ist eine Dornenkrone, aber davon erzählen wir in ein paar Tagen. Wladimir Ivanov, der dieses Spiel Laudes Palmarum zusammengestellt hat für uns aus Quellen des 14. Jahrhunderts, hat das für uns schon einmal gemacht vor 15 Jahren. Und da haben wir im Minoritensaal gespielt und da haben wir aus einer Handykamera ganz merkwürdige Aufnahmen von dem, sie verzeihen alles, in Zeiten wie diesen verzeiht man. Die Technik, meine ich, die Musik ist wunderschön. Hören Sie sich das an, schauen Sie sich das an und freuen Sie sich auf das Laudes Palmarum, wenn es dann wirklich kommt. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Please hold the line. Ja, jetzt sitze ich in der Nacht von Lazarus Samstag auf Palmsonntag in meinem Schreibzimmer und Tonstudio und bin schon etwas müde, weil ich lange gebraucht habe, um zwei Clips zu schneiden.
die ein kleines Goodie sein sollen für die Tatsache, die mich besonders traurig macht, dass wir nämlich morgen nicht in Graz sein können und die Laudes Palmarum, dieses wunderbar das Publikum und die Sänger verbindende Spiel zusammen aufzuführen und zusammen zu sein dabei und den Palmsonntag gemeinsam zu feiern, sondern jeder ist natürlich derzeit gezwungen, sich zurückzuziehen und virtuelle Kontakte nur zu haben. Also die beiden Clips werden deswegen ein vielleicht kleiner Trost sein. Für mich war es auf jeden Fall ein Trost. Die beiden schönen Konzerte, aus denen die Ausschnitte stammen, beide am Palmsonntag gewesen. Eins 2018, eins 2003. Und 2003 haben wir auch die Laudes Palmarum zum ersten Mal aufgeführt in Graz im Minoritensaal. Da ist dieser kleine Ausschnitt eben mit einem prähistorischen Mobiltelefon aufgenommen. Aber ich hoffe, es macht Ihnen trotzdem viel Freude. For future.
Psalm for Future. Please hold the line. Eine Produktion aus dem Hause Styriate.